Reicht das schon? Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Wie bringe ich deinen Meister dazu, mit mir zu reden? Du musst wissen, was er hören will. Nämlich? Pass auf. Wenn wir beide das nächste Mal bei ihm sind, sprichst du mich an. Und wir... Baal Namib macht sich zurzeit große Sorgen, weil viele Novizen nicht nur zum Schläfer beten, sondern auch noch zu ihren alten Göttern. Du erzählst mir, dass du den alten Göttern abgeschworen hast und jetzt nur noch den Schläfer anrufst. Daraufhin werde ich dich fragen, was dich dazu bewogen hat. Und du sagst, du hattest eine Vision, in der der Schläfer dich zu sich gerufen hat. Das sollte sein Interesse wecken. Denkst du, du kriegst das hin? Kein Problem. Die Geschichte muss aber was dran sein. Ich hab's es mir anders überlegt. Ich habe es mir anders überlegt. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Komm ich mal mit. Ich geh nur eben in seiner Hütte pennen. Hey du! Er hat die Stimme von so einem herkömmlichen Buddel. Raus hier! Wieso kann ich nicht aufstehen? Scheiße. Scheiße. Wenn du es unbedingt willst. Was macht der? Ich wollte sowieso gerade schlafen, also. Was ist das? Ich kann nicht mal schießen. Ich beebe mal eben das Problem, solange ist die Aufnahme beendet. Tschö. Ah, gut, dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Tja, hier ist gerade das Gespräch mit Lester und mir, wo wir beinahe mit verarschen. Ich habe den alten Göttern abgeschworen. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Danke. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? nichts sagen. Ja, ich will den Weg des oder? Nichts sagen. Nun. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kor Kalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Ende. Mach Platz! Jetzt mit Lester reden? Verschwinde, sonst laufe ich über dich drüber. Der Schläfer möge dich... Ist ja gut, ist ja gut. Was passiert, wenn ich nochmal? Der hat auf einmal eine andere Stimme, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube schon. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Früher wäre es ganz anders gelaufen.
Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Man muss eben aufpassen, was... Sollte hier jetzt nicht dieser komische... Ach, ich schlafe einfach mal direkt hier. Ich meine, er morgens soll er hier sein. Mal gucken. Ich sag mal eben Kalom, dass ich einen überzeugt habe. Was willst du? Ich glaube, ich habe Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer... Und? Das war alles. Du stiehlst mir meine... Wir sehen uns. Nee, okay. Geh mal auf den Tempelplatz. Novize Talas. Ich will über was anderes reden. In der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Ende. Ey, die sind alle so gesprächig hier. Das ist unglaublich. Novize. Was meinst du? Novize. Novize, hier hoch darf ich nicht, oder? Also da oben rein. Und wir lernen eben gar nicht dazu. Halt! Ja, so ein bisschen. Da drin ist Iberion, der super. Ja. Boah, geil, ich hab mir wehgetan. War nicht besonders schlau. Templer. Das Lager so scheiße. Ich meine allein die Musik. Hey. Da schon wieder. Hey. Hey, ja, Boy. Noch so ein Horst. Novize. Du siehst nicht aus wie einer, der sein Leben bereits unter die Knechtschaft der Erzbarone gestellt hat. Du siehst aus wie ein Suchender. Du siehst aus wie einer, der den wahren Glauben sucht. Spürst du nicht das Feuer in dir, das dir nachts den Schlaf raubt? Ich sehe, dass du an dem zweifelst, was dir die Knechte der Erzbarone als wahr und gerecht verkaufen wollen. Du weißt auch warum. Weil es Lügen sind. Es sind Lügen, mit denen sie den Geist derer beherrschen, die schwach sind. Dein Glaube ist stärker als ihre Lügen. Fühlst du nicht jeden Tag den Wunsch nach Freiheit? Fühlst du, wie er jeden Tag wächst? Er lenkt deinen Geist. Lass es geschehen. Weißt du, was du tust, wenn du ihn beherrschst? Du verleugnest deine Seele. Du verleugnest dich selbst. Hör auf, im Schatten deiner Ängste zu leben. Mach dich frei. Verstehe. Der Schläfer wird erwachen. Er wird dir die Freiheit bringen und das ganze ungläubige Pack wegschwemmen. Wie Unrat, der vom Regen weggespült wird, werden sie vom Antlitz dieser Welt verschwinden. Und sie werden klagen und jammern und bereuen. Aber dann ist es zu spät. Dann werden sie zahlen mit ihrem Blut und ihrem Leben. Weiche, Dämon! Weiche! Hey, du hast mich angesprochen. Heißt das, ich kann jetzt mit dir reden?